Klick auf und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smaragd, wenn du mal so Nuzlocke Challenge. Ich habe euch ja im letzten Portchen gewarnt, der Port jetzt, der kommt halt auf 6. Ja, ich habe explizit nochmal drum gefragt, ob ihr das wirklich hören wollt. Habt gesagt, macht es, das wird geil. Also mache ich jetzt ein Port auf 6. Habt ihr Pech. Ja, Pokémon Center war ich hier. Was wollten wir machen? Ach ja, wir wollten den Namen vergaben. Und ich muss mal meinen Counter noch anmachen. Scheiße. Ja. Ja, war Aschi wieder zu hochdeutsch. Das muss ja heißen. Aber jo. Oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man mit Altaria fliegen. Und da fliegen wir mal zurück nach... Was war das überhaupt? Ich glaube, das war... War das Metaris City? War das Metaris City? Weiß ich gar nicht mehr. Was war das für eine Scheißstadt? Ach nee, das war ja hier Gräfelport City. Das heißt, ich muss zurück nach Malvenfroh und muss die ganze Scheiße wieder zurück. Nicht super. Naja, Hauptsache mal keine Fliegen. Das ist schon mal viel wert. So, ich habe natürlich jetzt zwischen der Aufnahme habe ich mir natürlich mal wieder einen Energy Drink geholt. Problem ist nur an der ganzen Sache Kohlensäure, also mal einen kurzen Moment. Ja, was könnte ich noch so erwähnen? Außer dass ja der Kohlensäure Schiefer dazu schlägt. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Ja, falls ihr euch das fragt, nee, ich rede für gewöhnlich nicht zu einem richtig krassen Hochsächsch. Für gewöhnlich rede ich eine Mischung aus Sächsisch und Hochdeutsch. Mittlerweile ist es eher so, dass ich dann schon eher Hochdeutsch größtenteils rede, weil ich habe ja auch viele Leute auf Discord und TS und sowas, wo ich dann, ja, ein bisschen Rücksicht nehmen muss. Einfach aus dem Grund, weil ist halt so... Die kommen aus anderen Teilen von Deutschland oder aus der Schweiz oder aus Österreich. Und die verstehen mich dann halt nicht mehr allzu gut. Ich hatte zum Beispiel mal einen Kumpel, der hat gesagt, Junge, hör mal bitte auf zu sächseln. Also das ist natürlich nicht sächsisch, so wie ich es gerade mache. Aber der hat halt gesagt, er war halt Österreicher und der hat mich dann halt immer so verstanden. Genauso andersrum war das auch mit der, sei ja, Österreich gesprochen hat. Das war interessant. Ja, also wie ich gesagt, ich rede für gewöhnlich nicht so, weil, ja, ist halt auch der Dauer anstrengend, muss man auch nicht kennen. Ich kann es eigentlich auch nicht, weil ich bin nun mal hier geboren. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich lebe noch im Erzgebirge, da ist das Ganze noch ein bisschen verreckter. Ja, weil da hast du so schönes Zeug wie Fei, weil man sagt, Fei im Erzgebirge ist sehr oft Fei. Und Fei, das kann Fei niemand so richtig, ja, erklären. Ich habe gerade gemerkt, ich habe es unterbewusst schon mal gesagt, also wisst ihr Bescheid. Dann nehmen wir mal ein bisschen Schutz, weil Kondome schützen, das ist wichtig und so. Wir haben ja auch noch minimal viel Kohle. Habe ich die Scheiße jetzt gekauft? Ach nee, ich habe ja nicht mehr genug Platz, ich müsste noch was verkaufen. Was verkaufst du mal? Verkaufen, Hashtag verkaufen. Falls jemand mal hier, der das zuguckt, hier den Hashtag aus dem News-Stream gesehen hat, sah halt. Sehr halt, was rede ich? Ich hab doch noch super Schutz, mein Spielblätter. Das kann nicht wahr sein. Ohrschwerblätter. Ohrschwerblätter ist so ein geiler Ausdruck aus dem Sächsischen. Es gibt mittlerweile die Leute, die haben Kaffeetassen im Miet und haben den Aufkleber hinten auf dem Auto hin drauf. Mit Ohrschwerblätter. Es gibt sie noch so für Ausdrücke in Sächsisch. Ja. Ja, ich komme gerade selber nicht drauf, was es noch so gibt. Wie nennt man einen ungestümen Mann hoch im Gebirg? Ein Bergfreund. So, warum nennt man da nicht einen Pokémon in Bergen einen Berg-Pokémon? Na, keine Ahnung. Was soll ich dir sagen? Ich weiß doch auch nicht. Muss ich dich selber fragen? Ja, ich höre mich gerade an wie Klaus der Fisch von hier American Dad. Weil da war auch Sachse. Ich glaube auch, da ist nicht der Sachse, der aus dem Erzgebirge kommt. Weil, ja, der sagt halt fei zu wenig und sowas. Der hat halt nur den Erzgebirgschen, den sächsischen Dialekt drauf. Ich fühle mich gerade sogar wieder Fisch, wieder Klaus. Mögen die hellen Feuer von... ich kann es nicht aus, Mensch. Scheiße. Ich habe auch gerade kein gutes Internet, damit ich gucken könnte. Scheiße. Was machst du da jetzt? Ihr müsst erst mal das Pokémon wechseln. Da nehme ich mal eben Rihorn, weil ich glaube, Wablu ist noch kein Drachendieb. Da dürfte es noch ganz gut gehen. Ja, Schnabel, das ist nicht so gerade effektiv. Machen wir mal Felswurf, speeden das Ganze mal ein bisschen ab. Ja, und machen sie weiter. Miraplau wird eingesetzt, dann können wir auch gleich wieder wechseln. Und zwar mal zu Togi wieder, damit der Arme hier bitte sich austoben kann. Ja,
Was soll ich dazu noch groß sagen? Allgemein ist halt so wie überall. Du hast zwar Sex, aber du hast halt wieder sehr, sehr unterschiedliche Arten von Sex. Du hast erzgebirgische Sex, du hast Drastner Sex. Was ganz, ganz komisch ist, das merkst du mittlerweile mit der ehemaligen Schulkameradin, die ist nach draußen gezogen, die redet wie, ja, meine Dresdner Freundschaft. Es gibt Kämser-Sex. Und das, genauso ist es auch mit den bayerischen Leuten. Es gibt ja dann noch, keine Ahnung, was für bayerisch. Auf jeden Fall gibt es bei der, wie heißen sie? Bei den Schwaben, bei den Schwäbele. Da gibt es auch noch ganz verschiedene Dialekte und alles. Und ach, ist doch. Na, für den Arsch. Knuffein sagt, da kann man auch gleich Togi beibehalten. Das geht ganz gut. Ja, ich glaube, ich weiß auch, wie ich den Bord nenne. Ich glaube, den nenne ich einfach mal Sing bei Sachse Sing. Aber ich werde jetzt nicht auf Sächsisch singen, weil die sächsische, ja, Volkslieder, die sei auch noch mal ein bisschen interessanter. Da gibt es zum Beispiel bei der Erzgebirgischen Lieder ganz interessante, da verstehst du relativ wenig davon. Da hat man mal, das kann ich mal noch erzählen, meine Pokémon haben alle Energie verloren. Oh, das klappt ja. Auswort. Jedenfalls. Das war schon wieder richtig hochdeutsch. Das kann ich nicht machen. Jedenfalls wollte ich sagen. So, haben wir das auch wieder. Das haben wir schon alles schon mal ein bisschen gequatscht. Dem Stärke, ja, haben wir schon. Ja, das kann ich ja mal noch erzählen. Erstmal quatsch mal wieder den Typen durch. Da gibt es uns wieder was. Wieder was. So, jetzt können wir uns ja auch wieder verbissen. Ach nee, die ganzen Trainer sind ja jetzt zurückgesetzt, oder? Ach nee. Oder? Doch nicht? Nur no, erstmal Alkohol. Ich wollte doch gar nicht hier. Ich wollte doch nochmal. Ich kann blöd sein. Ich kann blöd sein. Auf jeden Fall, dann machen wir wieder Altaria. Dann machen wir Fliegen. Dann fliegen wir wieder zurück nach Malfenfroh. Haben wir jetzt mal eine schöne Erkundung gemacht. Und dann haben wir hier jetzt Metaros City nicht mehr so grau. Und ein bisschen rüd. Aber auf jeden Fall kann ich mal noch erzählen, wie das war. Wir hatten mal eine Austauschstudentin aus Amerika, damals, wo ich noch, was heißt damals, wo ich noch auf dem Gimmi war. Das ist jetzt auch bald gerade mal, naja, sagen wir mal, gar her. Und da hat man halt den letzten zwei Jahre eine Austauschstudentin aus Amerika. Und die hatte Shizu ihre Probleme einigermaßen mit dem Deutschen. Die war sehr intelligent, die hat das Deutsch ganz gut gelernt und hat auch dann immer besser gesprochen. Aber wenn das nun nicht vergleichen kannst. Sorry, den wollte ich jetzt nicht vorlesen. Vorlesen. Ich weiß gar nicht, wie es im Erzgebirge heißt. Jedenfalls, ja, wir haben uns irgendwann mal den Spaß gemacht, der paar erzgebirgische Volkslieder zu zeigen, die, wo es gar nicht mehr was oben und unten ist. Und das mit dem Pfeil konnte man da auch nicht erklären. Das war ganz komisch. Hallo, Spielernamenbewerter, Spiel des Orakel der Name. Ich werde mich freuen, die großen Namen deiner Pokémon bewerten zu dürfen. Für welches Pokémon soll ich die dem großen Namen bewerten überhaupt? Da machst du mal bitte, jetzt muss ich erstmal nachdenken, Absol wird auf jeden Fall hier der Ellie. Absol nicht wahr? Du hast aber einen schönen Namen verliehen. Aber was hältst du dir davon, wenn ich einen etwas besseren Namen gebe? Sehr schön, und wie soll der neue großen Name lauten? Da machen wir mal das E, das L machen wir klee, dann das I, dann das S und das E. Und da haben wir die Elise wieder. Fertig, für nun heißt die Pokémon Elise. Das ist ein viel besserer Name als der Vorerke. Welche Klick fertig? Ja, jetzt quatschen wir die ganze Scheiße noch ein paar Mal durch, bis wir endlich mal fertig sind. Da machen wir jetzt nochmal Rihorn. Rihorn, da heißt er aber so. Und ja, da kann man nicht den anderen Namen. Und Rihorn nennen wir einfach mal T, kleines U, R, S, T, Y, Torsti. Ach nee, Torsti wird ja mit H geschrieben. Oh, scheiße, das ist ja kein Tor. Also Tor. Welche Tor wie ein Narr. Dann machen wir einen Torsti nochmal mit H. Ich habe gerade auf den Timer geguckt, da hat mich gefreut, dass es nur 9 Minuten waren. Ich dachte, ich wäre schon ein bisschen länger, damit ich die Scheiße auch nicht noch länger machen muss auf 6. Aber das wäre ein kurzer Part, denke ich mal. Und naja, ihr wolltet's, also haltet die Kusch. Ja. Da machen wir das Y, jetzt haben wir Torsti richtig geschrieben mit H. So, das heißt der Torsti.
Dann machen wir den ganzen Spaß nochmal weiter. Und zwar wollte Keksi God of War haben. Ja, God of War, das ist natürlich interessant. Und dann nennen wir mal God of War, nennen wir mal K, kleines E. Dann noch ein K. Dann eine S und dann eine I. Machen wir Keksi. Moment, wie hieß die Keksi kleiner mal mit dritten Namen? Das war. Gott, was war das nochmal? Naja, die hier gesungen hat, du gehörst zu mir wie dein Name an der Tür. Und so. Auf jeden Fall nennen wir es einfach Marlene Dietrich war das. Aber ich nenne sie einfach Keksi. Weil, ja, ich finde immer noch Marlene ist ein ziemlich altmodischer Name, aber hey, ist halt ein schöner Name. Melodik benennen wir mal Alter, das nennen wir mal und so. Nennen wir mal eben hier Dia. Melodik sollte Dia werden. So, haben wir das A. Von denen heißt der Pokémon Dia. Ich weiß gar nicht, wie man Altaria nenne. Ja. Keine Ahnung, das weiß ich gar nicht. Scheiße, wie nennst du das Altaria jetzt? Das Puffy Mädel? Also Fluffy Puffy? Oh. Mal ganz kurzer Einwurf. Das hat sich für mich gerade sehr seltsam angehört, Fluffy Puffy zu sagen, weil eigentlich würde ich sagen Fluffy Puffy. Aber das ist halt so wie ein Sachse das aussprechen würde, weil ja. Ihr müsst euch mal Hardcore-sächsisches Englisch anhören. Das klingt sehr gut. Ja, zurück in die Rolle. Ja, da machen wir die mal. Ach nee, das ist ja Kung. Ach ja, unser Altaria ist ja Kung. Machen wir die das jetzt? Wie nennen wir das Altaria? Dann haben wir den noch mehr vergeben. Dogi haben wir Ski. Dosti haben wir Ski. Ich hab vergessen, wie der Retro mit Vorname heißt. Scheiße. Dann hätten wir den mal noch. Oh, da machen wir folgenden. Da wollte ja eh nochmal zurück ins LP. Und da das jetzt eh alles für den Arsch ist, weil zwischendrin der Safe abgeschmiert ist, da machen wir einfach mal folgenden. Machen wir den mal Quone. Das ist alles in Ordnung. Fertig. Jetzt aus der Quone. Das ist viel besser Name, das sehe ich bei Nessu. Und da können wir ja nochmal schnell reingucken. Alles sei benannt. Inzwischen der Parts mache ich noch folgenden. Da gehe ich mal eben noch, ja, Müllemäusen zu benennen. Halt die jetzt wieder Dude sei. Ja, Müllemaus ist ja nicht gestorben. Scheiße. Da war ja was. So, jetzt kann man auf jeden Fall wieder fliegen mit Crone. Wieder zurück nach Seagrass Obsidi. Und ich gerade immer und immer wieder auf meinen Timer. Und ich sei gerade mal 13 Minuten. Ich krieg ne Wacke. Aber hey, was soll's? Haben wir eigentlich die Pokémon, mit denen wir mal antreten können beim Wettbewerb? Müssten wir mal eben gucken. Ach ja, wieder das scheiß Digibet. Das ist Schlacht, das ist auch Schlacht. Das ist genauso scheiße. Hier konnten wir bei Cool antreten. Hier bei Stärke. Ich weiß vielleicht nicht. Gibt's noch ein paar Attacken, die Stärke wären? Die ich Rihorn beibringen können statt Hornattacke, weil Hornattacke ist ein Scheiße, das muss man nicht so sagen. Was wäre denn noch Stärke? Ich glaube, Stärke ist Stärke, oder? Da kann man eine kleine Stärke. So. Stärke. Ja, beibringen, da machen wir Rihorn. So, Rihorn versucht Stärke zu lernen, also der Dursti sei ja jetzt mittlerweile benannt. Und wir wollten Hornattacke, ja, Stärke ist von Typ Stärke, also machen wir Hornattacke raus. 1, 2 und schwupp. Dursti hat 100 Attacken vergessen und Dursti erlernte Stärke. Der Kartoffel Stärke. Oh, wisst ihr, wie man in Sachsen Kartoffeln auch noch nennt? Erdappeln. Also Erdappeln. Wenn ihr nicht wisst, was ein Appel ist, dann tut's mir leid. Ja, da kann man auch Dursti nochmal reingucken, was die Attacken überhaupt machen. Also Stärke, Ausdruck 2 Herzeln. Eindruck E-Herzel irritiert Pokémon, besonders die, die Ausdruck des gleichen Typs zeigten.
zeigten. Also wenn der andere zwei Herzen macht bei Ausdruck, dann kann man das einsetzen. Dann Grimasse irritiert Pokémon, besonders die, auf die der Juror achtet. Aha. Stampfer irritiert das vordere Pokémon sehr stark. Und Felswurf gelingt gut, wenn vom selben Typ wie der vorherige. Okay, naja, gut, wenn es alles Stärke ist, dann ist halt, ja. Könnte man schon so machen. Steht einfach mal sagen, wir quatschen hier mal noch alle durch. Da sieht man eine ganze Reihe. Hier sieht man eine ganze Reihe der unterschiedlichsten Pokémon. Da mache ich ja jeden Tag eine kurze Stippvisite. Der Wettbewerb der Stärke ist tierisch hart. Das Muskelspiel, Schweiß da rund. Da fällt mir glatt in Ohnmacht. Da habe ich dieses Pokémon mit meiner Liebe und Fürsorge überhäuft. Die Kondition ist einfach unvergleichbar. Heute gehört der Sieg uns. Ich habe Pokeriegel mit Mama, Papa und meiner Schwester gemacht. Sie sei sehr gut geworden. Ich glaube, je mehr Leute bei der Herstellung von Pokeriegel helfen, desto besser ist die Qualität. Das mag wahr sein. Yippie, die Dame an der Rezeption hat mir eine Box für Pokeriegel gegeben. Ho Junge, Wettbewerb der Masterklasse, jetzt komm ich. Bald wird der Welt wissen, dass mein Pokémon das niedlichste aller Zeiten ist. Die Zeit ist reif. Sexy Schlachen ist natürlich eine andere Sache. So, quatschen wir mit der. Hallo. Und nehmen wir Anmeldung für den Pokémon-Wettbewerb entgegen. Und da ist ja gar keine Pokeriegelbox, nun da geben wir da eine. Eine Pokeriegelbox haben wir gekriegt. Nö, ist halt so. Ach ja, noch eine Sache, die an Sachsen so einzigartig ist, vor allen Dingen am Erzgebirge, ich glaube sogar hauptsächlich am Erzgebirge. Man sei alle durchgehend sarkastisch. Aber durchgehend, das kriegen wir bald gar nicht mehr mit, fast. Das hätten wir erledigt. Hallo, wir nehmen die Anmeldung für den Pokémon-Wettbewerb entgegen. Soll ich eins deiner Pokémon in einem der Wettbewerbe einnehmen? Soll eins deiner Pokémon in einem der Wettbewerb teilnehmen? Ja, in welcher Klasse möchtest du teilnehmen? Normalklasse bitte. In welchem Wettbewerb möchtest du teilnehmen? Dann nehme ich mal bitte Stärke. Welches Pokémon soll teilnehmen? Dann nehmen wir Marion. Also Dorsti. Okay, dein Pokémon wird an diesem Wettbewerb teilnehmen. Dein Pokémon ist die Nummer 4. Der Wettbewerb wird gerade zu starten. Das ist schön. Bitte folge mir und viel Glück. Ich glaube, im nächsten Teil gab es dann auch noch ein Sieg und alles. Der MC, der Mac. Hallo, wir fangen mit einem Neuklasse Pokémon Stärke Wettbewerb an. Die folgenden Trainer und ihre Pokémon damit teil. Teilnehmer Nummer 1, Samini von Rudri. Moment, mein Handy macht gerade hier Spirenzchen. Teilnehmer Nummer 2, Stolli von Maria. Maria, I like it loud. Teilnehmer Nummer 3, Plumpy von Alec. Und dann Nummer 4, Dorsti von Chokey. Und da kriegen wir natürlich kein Herz. Könnt mich mal alle am Arsch lecken. Mein Handy macht mich gerade wahnsinnig. So. Dankeschön. Nun haben wir alle vier teilnehmenden Pokémon gesehen. Zeit für die erste Bewertung. Das Publikum entscheidet, welches Pokémon am besten gefällt. Ohne weitere Verzögerungen kommen wir zur Nutzung zur Bewertung. Der Bewertung läuft. Ich trinke mal inzwischen einen Schluck. Und da ist der Arsch natürlich fertig. Aber jetzt kannst du mich mal, ja, kannst du mal einen Buckel runterrutschen. Jetzt trinke ich einen Schluck. Oh, nach wie vor fand ich sehr gut. Ja, die Bewertung ist nun abgeschlossen. Während die ausgewertet wird, kommen wir zum zweiten Durchlauf. Im zweiten Durchlauf zeigen uns die Kontrahenten der Ausdruckskraft eurer Attacken. Wir hoffen mal, dass sie uns mit ihren Vorführungen den Atem rauben. Hoffen wir auf Enthusiasmus, lasst die Vorführung beginnen. So. Reihenfolge ist natürlich klar, welche Attacke wird gezeigt. Jetzt kommen wir uns mal überlegen, wer sei der Letzten. Und zwar... Ja, schön, da hat mich das scheiß Windows-Update mal wieder richtig schön gefickt. Ja, mein Timer lasse ich jetzt wieder weiterlaufen. Und ich wollte gerade sagen, wir können einen Felswurf machen, weil das gelingt gut, wenn vom selben Dieb wie der vorherige. Und ich werde wohl alle Stärkeattacken einsetzen. Wir können auch das machen, das war jetzt aber nicht so geil. Deswegen machen wir einfach mal Daniel. So, Plumpy ist der Erste. Da führt Konter vor. Und es kommt ein wenig zur Ruhe. Die Stärke von Plumpy war sehr gut. Gibt eine Stufe Applaus und ein Herz mehr. So, was macht Stolli? Eisenabwehr. Auch sehr schön, da ein Pokémon nehmen es überhaupt nicht wahr. Stärke von Stolli war sehr gut. Gibt 2 Punkte Applaus. Dann ist Rudi dran. Das führt Wachstum vor. Kondition von Stamini stieg.
verachteter MC drauf. Okay, wissen wir, was wir im nächsten Part dann machen, dann können. Die Schönheit war aber nicht so gut. Und deswegen ist jetzt auch unser Angriff scheiße, weil der hat einen Schönheitsangriff gemacht. Und unsere Stärke war aber sehr gut. So. Wäre am besten, wenn wir auf Platz 3 kommen mit denen. Ne, wir kommen sogar Platz 1, oder? Oh, Platz 2. Durst erregt ein wenig Aufmerksamkeit. Ja, Platz 2. Da machen wir einfach mal Folgendes. Wir können ja nicht zweimal das gleiche machen, das geht nicht. Da machen wir einfach mal... Ja, machen wir mal Grimasse, irritiert die Pokémon, besonders die, die auf die der Jura achtet. Plumpy führt Zugabe vor. Das Pokémon soll die anderen Pokémon entnerven. Dursti blieb unbeeindruckt. Stelli blieb unbeeindruckt und Samini auch. Anmut war aber nicht sehr gut. Und das habe ich mir schon fast gedacht, wenn jetzt alle einen stärkeren Angriff machen, kriegt Samini den Applaus-Bonus vor, noch mit ab. Das versucht der armen Pokémon zu erschrecken. Plumpy blickt irritiert zu Boden. Der Juro betrachtet uns jetzt interessiert auch. Unsere Stärke war aber sehr gut. Jetzt müsste Trudy noch das abkriegen, aber das ist eigentlich ganz komisch, weil es wird sich der andere Pokémon mehr bewusst. Na, eigentlich sollte das ja... Na, nicht ganz. Also wenn wir jetzt den ersten machen, kriegen wir dann ein Applaus-Bonus, aber das wird wohl nicht passieren. Für Tugelsaal vor. Plumpy blickt irritiert zu Boden. Dursti dreht sich irritiert um. Du elende Scheißvieh, Stelli ist so irritiert, dass es stolpert. Dursti, was machst denn da? Die Kommodo-Ausdrücke kommen gut an. So. Da sind wir Platz 2. Das heißt, wenn jetzt noch 2 Applauspunkte fehlen, durften wir dann den Applaus schön abkriegen können. Das Ausdruck des gleichen Typs irritiert das vordere Pokémon sehr stark. Das könnten wir mal machen, das scheiß Samini. Da machen wir mal eben den. Samini führt Geduld vor, die anderen Pokémon nehmen es nicht wahr. Das ist schön. Die Stärke von Samini war sehr gut. Und wir kriegen jetzt den Applaus-Bonus schön ab. Dursti führt Stampfer vor. Hey, es versucht die anderen Pokémon zu erschrecken. Samini wandelt den Blick erfolgreich ab. Das war nicht so gut. Dursti begeistert das Publikum mit Stärke. Und durch den Applaus bekommen wir schön viele Herzen. Plumpy führt auch nochmal Stärke vor. Das ist natürlich nicht so gut. Samini wandelt den Blick erfolgreich ab. Dursti kann nicht anders und springt auf. Du elender Dursti, musste das nicht sein. Stärke für den Plumpy war sehr gut. So, wenn jetzt jeder 3 Herzen macht, kommen wir alle auf den gleichen Platz. Also wieder genau die gleiche Platzierung wie jetzt. Natürlich nicht. Stelli durch Wiederholung. Tja, hast du Pech. So, Stelli durfte der Erste sein. Nee, Stelli nicht, Samini nach wie vor. Nur sei nach wie vor der Zweite. So, welche Attacke machen wir? Wir müssen jetzt langsam mal gegen Samini vorgehen. Die Frage ist jetzt natürlich, macht der jetzt den gleichen, macht der auch Stärke? Weil wenn ja, ich mache einfach mal Stärke. Also ja, nicht Stärke, sondern Facewurf. Führt Wachstum vor. Ich glaube aber Wachstum war nicht Stärke. Das ist natürlich Schlacht. Jetzt hatte ich die 2 Sterne. Wird drauf geachtet. War das 5 Diebstärke? Es war Schönheit. Ne, super. Toll. Und wenn es so weitergeht von der Reihenfolge her, durfte man eigentlich nächsten Applaus wieder abkriegen können. Nee, gar nicht. Moment, 1, 2, 3. Nee, da kriegt dann Plumpy das ab. Plumpy kommt zur Ruhe. Die Stärke von Plumpy war sehr gut. Oder? Nee, doch, wir kriegen die ab. Versucht der anderen Pokémon zu erschrecken. Aber nach Plumpy und es gelegen, den Blick abzuwenden. Stärke von Stolli war schön. So, wenn die Reihenfolge so bleibt, kriegen wir einen Applaus wieder ab. Das wäre natürlich sehr schön. Und es bleibt natürlich so. So. Jetzt machen wir einfach mal... Machen wir den Müll. Auf Samini wird geachtet. Und das ist vor uns. Und das ist generell das vordere Pokémon. Und da machen wir mal Stampfer. Das führt Geduld vor, der andere Pokémon nimmt es nicht wahr. War das bitte eine starke Attacke oder war das ja Anmut oder sowas? Ah, das war Stärke.
Jetzt kriegen wir richtig schön Punkte. Hoffe ich mal. Thorsti fährt Stampfer vor, versucht andere Pokémon zu verschrecken. Bitte funktioniert. Nee, natürlich nicht. Das wendet natürlich Blick wieder ab. Wir begeistern aber das Pokélikum und kriegen mal noch schöne extra Punkte. Das führt jetzt auch Stärke vor, schön. Versucht zu verschrecken. Samini wird es nicht interessieren, aber wir kriegen ihn bestimmt wieder schön ab. Thorsti, warum musst du das machen? Es läuft immer so gut und du springst auf. Ja, toll. Stelli führt Bodycheck vor. Ich denke, wir werden allgemein, wenn dann nachts wieder, weil alleine die erste Runde lief ja schon mal übel scheiße. So. Ah, scheiße. Jetzt sind wir dritter, glaub ich. Ah, dritter. Soweit zur Ausdruckskraft. Naja, super. Die Bewertung ist ja hier beendet. Herzlichen Dank an die Teilnehmer für die wunderbare Vorführung. Damit ist die Bewertung abgeschlossen. Vielen Dank für alles. Kommen wir nun zu dem, was unser Puls hier erschlagen lässt. Die Bekanntgabe der Gewinner. Der Juror scheint für die Bekanntgabe bereit zu sein. Ich werde nun den Sieger bekannt geben. Bekanntgabe der Ergebnisse. Jetzt kommt erstmal die Vorrunde. Vor allem, wir haben keine Sterne gekriegt. Ergebnis erster Durchlauf. Das war schon wieder. Ergebnis zweiter Durchlauf. Ja, das ist natürlich schön, wir sind letzter geworden. Schön. Thorsti, das hast du echt gut gemacht. Schöne Scheiße. Aber habt ihr was gesagt? Stolli war relativ weit zurück in der zweiten Runde, na, weil es in der ersten mal abgekriegt hat. Du musst im Endeffekt der erste Runde gewinnen, sonst war das alles scheiße. Mario und Stolli, herzlichen Glückwunsch. Oh, schön. Einmal umsonst, bitteschön, bitte erst dein Preis. Herzlichen Glückwunsch, komm bald wieder, das machen wir nimmer. Eventuell irgendwann mal noch im Stream, da mache ich vielleicht noch mal eine Runde mit Absol, mit Cool. Aber wenn, dann tue ich das auch so machen, dass hier. Da war gerade Fotograf, dass ich dann hier mal ein paar Bären mixen tue, dass die Coolheit wieder steigt von Ellie. Ist unser Absol überhaupt ein Weibchen? Oh, Gott sei es gedankt. Jetzt hätten wir ja noch Transgender und was hier. Weiß ich. Gibt es bei Pokémon? Ich glaube nicht. Da gehen wir nochmal eben heilen, auch wenn wir einen Wettbewerb gemacht haben. Und ist aber auch wie folgt. Wir machen das jetzt zu. Ich stelle mich jetzt an die Kiste. An die Kiste, genau. An die Kiste. An die Küste. Ihr wisst, was ich meine. Oder vielleicht auch nicht, wenn ihr mich nicht versteht. Das ist dann, wie gesagt, euer Problem. Habt es euch mehrfach gewünscht. Jetzt müsst ihr mit der Scheiße lahmen. Genauso wie ich damit lahmen muss. Und ich bin vorbeigehüpft. Ja, ist mein Mikro überhaupt? Ja, Gott sei Dank, sonst hätte ich die Scheiße umsonst gemacht. Ja, was kann man noch machen? Nichts eigentlich. Haben wir ein bisschen Wasser, ein bisschen Flaches, können wir ein bisschen planschen. So wie einem der Item drinnen? Nee, nee. Nee, doch, hier ist ein Kingstein drin, aber den brauchen wir auch nicht. So ein Müll. So was drinnen? Nee. So was drinnen? X-Abwehr, die brauchen wir auch nicht. Hier was? Nee. Gibt's noch andere was? Ne, ja, Tauchball, schön, Tauchball. Den hab ich gebraucht. Ne, 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 ne. Und dann haben wir hier die Vollidioten, die ihre Walmer trainieren. Hier, Walmer, springt mal aus dem Wasser. Hey, was willst du? Du stürzt beim Training, also wird vorschlagen, du verschwindest. Dann machen wir hier mal eben Surfer. Das war doch gerade Gugu-Wei, das hab ich gehört. Dann betraten wir hier mal das Aqua-Versteck. Bevor wir uns aber den beiden Vollidioten dort stellen, ditch muss sagen, ich beende hier ein Board auf. Weil ich habe jetzt keinen Bock, noch die beiden Vollpfosten wegzuprigeln. Und das dauert dann auch wieder zu lange, da machen wir wieder Überlänge. So, jetzt muss ich noch gucken, dass ich mein Outro errichte in 6 Schickrisch. Also, ditch muss sagen, wenn es euch dir gefallen hat, dann lasst mir doch bitte mal ein Like, du. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann teilt dieses Video mit euren Freunden, abonniert mich. Ja, schreibt was Netz in die Kommentare. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal bei Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Wenn ich dann endlich mal wieder einmal auf Hochdeutsch reiten darf. Und ihr mich auch wieder versteht einigermaßen. Das wäre toll. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.